Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. In der letzten Folge haben wir zum grünen Abschluss quasi den Kopf des Fischmann-Priesters geholt. Der Hoffnung, dass wenn wir den abgeben, vielleicht der andere Priester, der uns ein bisschen freundlicher gesonnen ist, sich doch mal wieder zum Altar bequemt. Aber ich glaube nicht dran. Ich auch nicht. Aber wer weiß. Wir haben ja auch noch nicht nachgeguckt. Nehmen das hier jetzt quasi direkt im Anschluss auf nach der letzten Episode. Hatten uns nur noch mal über das Rollen unterhalten. Das Rollen ist natürlich... Dass man sich in jedem Action-Rollenspiel rollen kann. Ganz übel war es ja wirklich in Dark Souls. Es war zwar nicht so, dass jeder da komisch rumrollt und ausweichen. Ich ja zum Beispiel nicht. Ich habe ja einen Ritter gespielt. Weiß ich, ich finde Ritter toll. Und ich mache dann einfach alle Punkte in Stärke und Vitalität und dann bleibe ich dann halt stehen, wenn wer kommt. Das ist ja kein Problem. Ja, das Ausweichen könnt ihr nicht. Nö. Wenn ich was nicht schaffe, dann versuche ich es auch nicht mehr angestrengt, sondern ich level meinen Charakter hoch. Ja, man muss auch nicht meiner Meinung nach in einem Action-Rollenspiel rollen müssen. So dieses Action-Rollenspiel ist ja... Für mich eigentlich dieses aktive Blocken und Parieren. Das war ja in Dark Souls auch schön, sehr schön. Ja, das ist in fast jedem Action-Rollenspiel. Gut, wo ist es denn noch so? Mir fällt jetzt spontan eigentlich nur Terra ein. Ja, Terra, das MMO, dann Venetica. Das kenne ich gar nicht. Rollenspiel. Ist das gut? Kann ich euch helfen? Ja. Kämpft ihr oder eure Mutter lutscht? Ach, das ist natürlich alles gespoilert und wir können es nicht let's playen, ohne dass jeder weiß, worum es dann geht. Das erfährt man ziemlich schnell. Ach so. Gut, dann mache ich dir keinen Vorwurf daraus. Ja, und man rollt sich da auch nur dauernd herum. Das ist so das Einfachste, aber auch das Schlechteste, was man machen kann. Gut, es trägt nicht unbedingt zum glaubwürdigen Kampfsystem bei. Ja, so ein Schurke, weißt du, der kann sich schon mal ein bisschen rumrollen. Ja, mal, aber nicht dauernd. Ja, und nicht 10-mal am Stück im Kreis, um Fähigkeiten zu entkommen. Meistens ist man ja sogar schneller, wenn man rollt. Das ist wie Bunnyhoppen. Wobei mir einfällt, dass ich gestern so ein Lied gehört habe, den Counter-Strike-Flavor mit der Melodie von Sonnenbank-Flavor von Bushido. Kennst du natürlich, hast jedes Album von ihm. Und da hatte ich spontan richtig Lust, Counter-Strike 1.6 zu spielen. Ja, das spielen aber, glaube nur noch Cheater online. Ja, dann passe ich mich denen halt an. Ja. Nein, natürlich nicht. Online cheaten ist wirklich... Weiß ich nicht. Macht ja auch gar keinen Spaß. Richtig. Also vielleicht für 10 Minuten. Im Singleplayer, mein Gott, da kann sich jeder halten, wie er will, aber... So ist in dem Feuer, der Dorfprobst ist nicht da. Kuhhirte, die immer bei ihrer Kuh stehen. Sprich mal mit dem. Der hat mit dem Hammer schon. Achso, das war der, der sie so über den grünen Klee gelobt hat. Ach du guter Gott, zünd doch die Kuh nicht an. Beim Schmied war ein Feuer. Auch eins, das man benutzen konnte. Wir waren doch hier schon mal beim Feuer. Ach, wie gern wollte ich mich einfach in so ein Bett legen können. Adams Haus, wer ist denn Adam? Hallo Adam. Ja, bei Named-Leuten kann man meistens schlafen. Hier ist ja niemand. Das ist entvölkert. Ich finde den Ladescreen ziemlich hübsch. Das sollten die als 2x3 Meter Kunstdruck anbieten. Würde mir sofort aufhängen. Kannst du ja kopieren. Meinst du, ich soll mal wieder ein Bild malen? Ja, mal kopieren. So, ach ja. Hey, fast schmiert's ab. Dabei habe ich gerade erst gesagt, es würde erstaunlich stabil laufen. Ja, wir reden mal mit der Frau. Seid gegrüßt. Was führt euch zu mir? Ein herrlicher Duft.
Ich koche den traditionellen temerischen Sauerkrauteintopf. Habt ihr Arbeit für mich? Wenn ich es recht weiß, ist ein Hexer eine Art magischer Krieger. Ich töte Ungeheuer, Ertrunkene, Kikimoren. Ich brauche euch sicher irgendwann. Ihr müsst eine vorzügliche Köchin sein. Ach, das ist nichts weiter. Mein Mann hat ein Schwein geschlachtet und ich mache einen Sauerkrauteintopf. Ich habe noch andere Spezialitäten. Da knurrt mir der Magen. Ihr seid recht mager. Gestern habe ich Rippchen in Bierteig gemacht. Wollt ihr ein paar? Nur zu gern. Da habt ihr sie. Guten Appetit. Habt ihr Arbeit? Ja, ich habe schlimme Probleme mit meinem Mann. Was ist passiert? Der alte Narr hat sich einen Succubus angelacht. Er glaubt, ich höre ihr lüsternes Treiben des Nächtens nicht. Ich soll den Succubus verscheuchen? Ich kenne ein altes Volksmittel von meiner Mutter. Ich brauche 9 Handvoll funkelnden Staubes vom Haar der Mittagserscheinungen auf den Feldern. Liebe die Frage der Bezahlung. In meinem Kräuterbuch stehen alle Kräuter, die hier in der Gegend wachsen. Bringt mir den Staub, der den Succubus verscheucht, und das Buch gehört euch. Ich nehme den Auftrag an. Abgemacht. Es hat uns jetzt tatsächlich mal jemand etwas geschenkt. Ja. Sonst heißt es immer, ja, habe ich, kostet aber. Schweinefleisch. Wo sind die Rippchen? Ja, haben wir sie wahrscheinlich schon gegessen. Was ist das in der untersten? Links in der Mitte, meine ich. Also in dem untersten Fach, unten in der Mitte. Gänseblümchen. Ja, sagst du, unten, links. Ja. Und dann in der Mitte. Das sind noch keine Gänseblümchen. Natürlich. Die sind noch bunt. Also, wir können jetzt mit dem Schmied sprechen und ihm sagen, dass die Frau von der Succubus weiß. Ihr da, Herr. Was gibt's? Ich habe gesehen, dass ihr mit meiner Frau gesprochen habt und möchte euch ein Angebot machen. Wollt ihr euch nicht von eurer reizenden Dämonin trennen? Ah, meine Frau übertreibt, was den Spaß angeht. Ihr als Mann solltet wissen, dass unschuldiges Vergnügen keinem schadet. Was schlagt ihr vor? Ich kenne einen Zauber, der den Succubus eine Weile schlafen lässt. Meine Frau beruhigt sich und danach kann ich den Succubus heimlich wieder wecken. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub von Verschlingern. Sie suchen nachts die Felder heim und sind sehr gefährlich. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich hätte da einen roten Meteoriten, mit dem ihr euer Schwert verbessern könnt. Aber vielleicht bevorzugt ihr ja auch Gold. 500 Orens? Ich sage, wir helfen der Frau. Ich stehe... Ja? Lebt wohl. Weil schließlich haben wir mit dir zuerst gesprochen. Ja, aber in den Büchern, da kommt genau dasselbe vor. Ja. Ja, beziehungsweise nicht dasselbe, sondern eher... Ein ähnliches Szenario. Da werden die edlen Kaufleute von einem Succubus heimgesucht, in Anführungsstrichen. Ja. Und die Gräfin beauftragt uns damit, die Succubus zu töten. Und wie das so ist, dann kommen die Kaufleute zu einem und bieten einem Gold an. Und da entscheidet sich Geralt, die Succubus in Ruhe zu lassen, da sie ja nichts Böses tun, sondern einfach nur ihren Spaß mit den Menschen haben. Aber man muss das ja nicht so spielen, wie Geralt es vor seiner Amnesie getan hätte. Was ist denn der Dorfprobst? Ja, der ist wieder nicht da. Und dann suchen wir jetzt einfach mal Alvi. Der ist bei Alina. Kennen wir die? Ah, das ist die das ist doch die Schwester von Julia. Julia? Nee, wie heißt sie? Julian ist er erstmal. Ja. Wie heißt die Frau? Wenn es nicht sogar Alina war, die Frau, die heiratet. Ach so. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Ja. Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch.
vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Kümmert ihr euch um Alwin? Ja, er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alwin nicht adoptieren. Kann ich mit Alwin sprechen? Ja, normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet, ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alwin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alwin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Alwin wird auch Hexer. Ja, wobei die Hexer ja ziemlich zerschlagen sind. Also die... Von Kermohin. Ja, Kermohin ist ja nicht mehr viel übrig. Unsere Hexer-Mutagene sind gestohlen worden. Die wir immer noch nicht zurückhaben. Noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ja. Und dann reden wir mal mit Alwin. Hallo Geralt, ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima, aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alwin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch. Aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Na dann, auf zu Julian. Aber können wir hier nicht schlafen? Warum? So ein Glück. Ich hätte ja Alwin wirklich gerne versucht, die Zuckerpuppe zu geben. Ja, wir können ja nochmal mit ihm reden. Ja, jetzt ist er nicht hier, sondern spielt wahrscheinlich draußen. Tötet den Elf. Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Geralt. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Alina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Alina eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Gibt es hier Elfen? Wie kommt ihr mit eurem Gedicht voran? Deine Hände zart und schlank und dein Körper lang und rank. Bis nächtens um 3:30 verzehr ich mich nach dir. Genug. Verschont mich. Ja? Er hat auch verzehren gesagt. Ja. Seid ihr in Alina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Alwin. Auf bald. Er war ja auch einer derer, die das seltsame Mädchen in seiner ursprünglichen Verzehrrede erwähnt hat, oder? Ja. Kein Spaß. Wie bist du nach Trübwasser gekommen? Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen.
Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann. Was ist dann passiert? Der mit der Brille sagte, er würde mit dir spielen. Und Triss hat gesagt, ihr würdet ihn finden und töten. Dann hat sie ihm zwischen die Beine getreten. Er fing an zu weinen. Und die anderen haben sich nicht in ihre Nähe getraut, weil sie gezaubert hat. Ja, Triss kann gut auf sich aufpassen. Mach dir um sie keine Sorgen. Dann hat jemand befohlen, das Zimmer zu durchsuchen. Und sie haben mich gefunden. Ich bin weggelaufen und sie sind mir nach. Ich war echt schnell, aber dann bin ich gestolpert und sie haben mich erwischt. Die haben mir einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Ich hatte da mehr Angst als im Umland. Da habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, ich wäre weit weg von diesen Leuten. An einem schönen Ort, wo die Sonne scheint. Und dann hat Alina mich gefunden. Ich lüge nicht. Ich glaube dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Die tun mir weh. Triss sollte hierher kommen. Schon gut. Mal sehen. Ich bin auch bestimmt artig. Ich verspreche es. Sehr verworrene Geschichte. Ja. Alvin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich. Und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alvin. Gut, ich höre auf damit. Ah. Nur alle Kinder so gehorsam werden. Sitzt sie, wenn man ein Schwert auf dem Rücken hat. Stimmt, das macht Eindruck. Bestie. Habt ihr Arbeit für eine Kreatur? Es heißt, gibt es Belbring? Ich habe den Fischmann getötet. Große Götter, was ist das denn? Nehmt eure 800 Orens und schafft das garstige Ding weg! Ich wollte mit euch um dieses Geschäft. Er fischt Schätze aus dem See. Lebt wohl. Was sind denn das für sagenhafte Schätze im See? Wahrscheinlich Muscheln und sowas. Ach so, ich dachte, wir haben Gold und Diamanten und so ein Firlefanz. Nein. Und einen Stufenaufstieg. Den machen wir dann in der nächsten Folge und sprechen mit Julian. In der Hoffnung, dass es langsamer vorangeht. Also, bis dahin.